Und damit geht's weiter auf der Krankenstation, liebe Freunde. Sind wir auf der Krankenstation? Ich glaube schon, oder? Stand bestimmt mal wieder irgendwo da und ich habe nicht aufgepasst. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Du brauchst keine Angst zu haben. Was? Wer bist du denn? Bonjour. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Redest du mit mir? Ich habe dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle. Wer zur Hölle bist du eigentlich? Ja, schlaf gut. Gut, kriegen wir ein Chinesemodul. Wer auch immer das jetzt war, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das Chinesemodul natürlich gern an. Setzen Sie Chinese ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Zielmodus, rechte Maustaste, wie immer, Objekt greifen, F. Ja, sehr gut. Kriegen wir doch bestimmt hin. Probieren wir das gleich mal an der alten aus. Oh, Verzeihung. Schwächeanfall. Ja, funktioniert. Ach so, wir sollen dann wahrscheinlich auch gleich hier uns den Weg freiräumen. Und hier ist auch gleich wieder ein Shop. Das ist ja sehr schön. Wir gucken aber erstmal, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. Zum Beispiel, ja, das Medipack. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfuchsen. Ist jetzt schon wieder 2 Tage her, dass ich das gespielt hab. Waber, waber. Ja, weg damit. So, wollen wir mal nicht dumm rumspielen hier, denn wir haben ja nicht viel Zeit. Wir müssen die Welt retten. Oder zuerst mal unseren Arsch, besser gesagt. So, vorbei hier. Schauen wir mal. Was heben sich Schemata auf, um den Shop Objekte hinzuzufügen? Was haben wir da? Flammenwerfer? Ernsthaft? Muhahaha, gehe ich doch gleich mal zum Shop zurück. Flammenwerfer, das gefällt mir. So, zeige ich mal her hier. Heruntergeladenes Schema Flammenwerfer, genau. Was kostet der Spaß? Flammenwerfer? 11.000. Natürlich, ich habe mein ganzes Geld in der letzten Folge ausgegeben. Dann habe ich jetzt natürlich nichts mehr übrig. So, was haben wir denn im Inventar, was wir mal wegpacken könnten? Das Impulsgewehr natürlich, aber eigentlich will ich das ja schon behalten, ne? Hm. Safe, hier können Gegenstände aus dem Inventar abgelegt werden. Ja, nee, jetzt nicht. Gut. Okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. Den Flammenwerfer müssen wir uns dann bei Gelegenheit mal irgendwie holen. Möchte die Dame uns vielleicht begleiten? Ach, doch nicht das. Weg damit, genau. Du bist wütend. Komm mal mit, Mädchen. Räum uns den Weg frei. So. Okay, jetzt kann ich die Tür nicht öffnen mit der alten. Okay. Dann machen wir es so. Komm mal mit, meine Kleine. Isaac, was? Bist du noch da? Ja, wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschau raus wollen. Besorgen Sie sich Termit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo das Bild denn jetzt eigentlich war. Aber ehrlich mal, warum zur Hölle haben die Termit in ihrem Medizinschränkchen rumliegen? Ich meine, warum? Müssen die vielleicht irgendwie mal, wenn irgendjemand verletzt ist, was schweißen oder was? So, was haben wir hier? Bildgebende Diagnostik und den Forschungsflügel. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Okay, mitkommen. Ja, du darfst öffnen. Wo ist meine Begleitung? Hallo? Ich hab mir meine Begleitung geklaut. Muss ich mir halt eine neue nehmen. Was? Sekundärfeuer. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundärfeuer. Rechte Maustaste plus Leertaste. Ah ja. Na dann. Du siehst ungesund aus, mein Freund. Aber begleite mich erstmal. Ich habe irgendwie Spaß dran an dieser Chinese. Falls irgendjemand kommt, kann ich dem auch erstmal diesen Leichnam ins Gesicht flatschen. Das ist auch ganz nett. Huch. Setzen Sie Stase ein. Achso, ja, natürlich. Mache ich gleich.
Das heißt doch, hier gibt es wieder genau eine Stasi-Station. Das ist gut. Okay. Was haben wir hier? Impulsprojektile. Sehr gern doch. Nehmen wir alles mit. So, ich will gerade mal was probieren. Pfui. Hat er seinen Kopf verloren? Nur nicht den Kopf verlieren. Gut. Wie war denn das mit der Stase? C, ne? Ja, genau. Okay, sind wir durch und zum Hauptlabor. Alles klar. Los geht's. So, haben wir hier jemanden? Nee. Es ist mir hier irgendwie zu ruhig für das Spiel, muss ich sagen. Was haben wir denn da? Mining Accidents. Ah ja. Ja gut, macht Sinn auf der Krankenstation eines Bergbauschiffs. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, schön. Wo? Was? Wie? Wer? Nein! Stirb! Oh, er stellt den Inner hin. Ja, ja, ist ja gut. Ganz ruhig bleiben. Ach, du darfst noch drankommen. So. Immer dieses aufdringliche Volk hier. So. Noch mehr, oder was? Alter! Erschreckt mich da nicht so. Ist er gerade durch die Tür gekommen? Du Arsch! Dafür gibt's nochmal einen Tritt extra. Okay. Stiefeln wir mal durchs Leichengewirr hier und das nehmen wir natürlich auch gern mit. Ich könnte natürlich mal, wir probieren jetzt mal das Impulsgewehr aus. So. Impulsgewehr. Mir fällt gerade ein, wir müssen das Sekundärfeuer natürlich auch mal ausprobieren. Das folgt dann aber nachträglich. So, ich höre es aber noch irgendwo röcheln hier. Das ist jetzt nicht so unbedingt... ja. Das beruhigt mich jetzt nicht so unbedingt, muss ich sagen. Hallo? Jemand zu Hause? So, wo müssen wir denn lang? Zeig ich mal an hier. Ach, hier ist ein... Ach, sagt mir das doch, dass hier ein Pult ist. Ach so. Ah, ich dachte, hier kommt was Großes irgendwie hoch, aber dass das Kleine hier ein Lastenaufzug ist... Na dann. Bonjour. Mann. Stirb. Fast ist ja... Nein. Geht weg. Lauf, Isaac. Lauf. Scheiße. Nachladen. Ja, danke. Sehr schön. Ja, komm, jetzt halt doch mal. Nett. Quarantäne aufgehoben. Oh, das ist aber freundlich. Puh. Ja, das war ja jetzt sehr unterhaltsam. Wenigstens kriegen wir gleich noch ein bisschen Muni hier von den eklig daliegenden... Moment. Ich habe einen Kopf gefunden. Sehr schön. Hat das jetzt gerade... Wir hatten dadurch, dass wir den Kopf durch die Gegend geschmissen haben, noch einen Gegenstand gekriegt. Das ist ja sehr schön. Hinter welcher Zahnreihe auch immer der Kerl die Impulsprojektile versteckt hat, ich will es nicht wissen. So, aber das Röcheln ist immer noch nicht weg. Sieht nach sehr blutigem Stuhl aus. Oh, mir kommen gerade lustige Ideen. Moment, nochmal fallen lassen. Audiolog, natürlich, den hören wir uns an. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend.
Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ja, das ist natürlich auch das Erste, was ich denken würde, wenn ich die Viecher sehe. Ich muss sie erforschen, natürlich. So, nein, ich wollte sagen, eigentlich, bevor ich das Audiolog gefunden habe, meine diabolische Kreativität bringt mir gerade ganz neue Ideen hier. Ich dachte, das zerflattert mal das Ding davon, aber nein. Wo ist denn das jetzt hinten gelandet? Ich möchte es nochmal probieren, bitte. Schade. Ach schön, wir können auch irgendwelche sinnlosen Gegenstände hier einfach aufsammeln. So ein paar Reagenzgläser. Mache ich im Labor auch immer so, wenn mir langweilig ist, irgendwelche Reagenzglasstände durch die Gegend werfen. Was haben wir denn hier an Büchern? Na. Ach, die kann ich nicht nehmen, natürlich. Schade, kann man nicht lesen. Gut, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hin sollen. Nämlich wieder nach oben. Schön. Was ist das denn? Jetzt muss ich es doch nochmal probieren. Könnte man mal auch an einem lebendigen Objekt probieren, das als Waffe zu benutzen. So müssen wir hier rein. Ja, schön. Öffnen. Ich sollte es auch mit der richtigen Taste probieren, das könnte helfen. So, was haben wir denn da? Ja. Sieht aus wie ein Nekromorph mit Fettsucht und einen, bei dem das Fett dann auf die Hüften gerutscht ist. So, was haben wir hier Schönes? Ist das ein Zettel oder was ist denn das? Gut, dann plündern wir hier mal die Spinde. Kann ja nie schaden, noch ein bisschen was an Plasmaenergie und an Punkten einzusammeln. Ah, schön, immer Credits rein, jawohl. Und weiter geht's. So. Was ist denn das für ein Geröchel hier die ganze Zeit? So. Biological Prosthetic Center, we keep you working. Attention. In case of emergency, proceed to hospital wing of medical deck. The BBC is for stabilized injuries only. Genau. Du solltest da weggehen. Ja. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich freue mich schon ganz doll, die Typen da zu treffen, die Viecher. So, was haben wir hier? Biolabor. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das nicht. Aber ich glaube, nee, da drüben ist kein Weg, scheiße. Ich will nicht. Na gut, was soll's. Rein in die gute Stube. Hat das Vieh sich wieder verkrochen? Ach, noch zwei Stöcke hier. Ach so, es sind bloß Babys. Boah, Alter! Schock mich doch nicht so! Geh weg! Mann! Was fällt dir ein? Erstmal was Medipack-mäßiges zu mir nehmen. Okay. Was sind denn das für Viecher? Wenigstens scheinen sie sich ja leicht töten zu lassen, aber dass die einen so anspringen müssen, ist ja auch nicht freundlich. So, komm mal her hier. Ah. Kann man hier drüben was sind denn das für Maschinen? Ist ja widerlich hier. So. Da kann man nichts rausnehmen. Okay, dann Lastenaufzug. Ja, natürlich. Hoch mit uns. Wo, ich hör's schon wieder. Ja? Wo denn? Da. Stirb! Jetzt halt doch mal um, Mensch! Hallo? Geh fall runter! Mann! Die sind aber auch... Was zum Henker? Ja, jetzt stirb doch mal!
Drauftreten ist die beste Methode.